Syngonium. Basilikum. Ups. Wächst wunderbar. Und noch einmal Syngonium. Alle drei Kandidaten sehen richtig hübsch aus. Die in der Mitte kann man essen. Links und rechts die beiden besser nicht. So, wir starten gleich. Dann gucken wir einmal kurz hier nochmal hin. Zu der Raphidophora tetrasperma. Macht sich richtig gut. Wurzelwachstum ist okay, würde ich sagen. Vielleicht, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ne? Ja, die sogenannte Mini-Monstera. Also die hat in keinster Weise gelitten nach der ganzen Aktion aus der Erde raus. Sauber spülen, sind ja so gut wie keine Wurzeln übrig geblieben. Ja, das läuft richtig gut hier mittlerweile, muss ich sagen. Ja, und da hinten liegt was. Kannst schon sehen. Das weiße Zeber. Da kommen wir jetzt gleich zu. Denn damit werden wir heute auf jeden Fall starten. Und ich habe mir auch einen passenden Topf dafür besorgt in dem Sinne. So ist das. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, ganz kurz gezeigt, unsere Aussaat hier, wunderbar, die können jetzt tatsächlich verzehrt werden. Das heißt, die kommen dann wieder in die Küche und dürfen heute ja, verzehrt werden. Weiß Bescheid. Ganz kurz erwähnt, wir haben hier diese Teilstücke geschenkt bekommen, die Heuer, Sortenname weiß ich jetzt nicht, kriegen wir mit Sicherheit auch noch raus, lag bis jetzt immer im Zeber, ist mir wieder trocken geworden, sind sogar die Wurzelspitzen ein bisschen gelitten, haben gelitten. Ich werde ihn heute einpflanzen, auch mit wenig Wurzeln, einfach um zu gucken, wie das funktionieren könnte in dem Sinne. Versuch macht klug, wie wir wissen, von daher machen wir das heute mal anders. Im Normalfall würde ich sagen, komm, wir bewurzeln sie erstmal richtig, lassen lange Wurzeln und dann einpflanzen. Wir machen es heute einfach mal anders, um zu gucken, ob das funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es funktioniert, denn das sind doch sehr lebensfreudige Pflanzen in dem Sinne. Und von daher werden wir das heute starten. Ja, die Syngonium. Ah, das sind schon herrlich schöne Pflanzen. Das ist so cool anzusehen. Ne? Die gibt es ja auch wie hier in Miniatur. Die werden dann später noch größer von ganz alleine. Ja, auch das Wachstum zu beobachten ist dann richtig cool. Hier bei 500 Mikrosiemens, genauso wie Basilikum auch. Das läuft richtig gut. So, okay. Dann starten wir jetzt erstmal mit etwas Praktischem. Ja, weiter geht's. Yippie-yay. So, das haben wir auch schon mal hier. Dann habe ich gleich soweit alles parat. Und dann legen wir los mit der Heuer von dem Wolfgang. Wollen wir mal gucken, ne, wie das dann tatsächlich alles so funktionieren kann. Starten wir heute zunächst mal mit dem Topf, denn der ist neu hier. Das ist ein Hängetopf. Ich werde das mal hier ein bisschen auseinandernehmen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das hier so funktioniert. Das ist nämlich eine richtig coole Sache. Vor allem, weil hier auch ein Untersetzer mit bei ist. Der ist jetzt allerdings nicht so groß, dass man da ja großartig Wasserreservoir drin hat in dem Sinne. Aber wir haben schon andere Töpfe, die wir nur von unten gießen. Ne? Und wenn ich hier Wasser reingießen, es stehen bleibt, dann ist okay. Dann ist erstmal genug für ein paar Tage. Weißt Bescheid, ne? Ja, so ist das. Pass mal auf. Den Untersetzer, den kann man nämlich auch abmachen. Das ist hier drin so, ne, dann so Clips unten drin. Drückst du einfach mal drauf und dann kannst du die rausziehen. Und dann kannst du den Untersetzer auch abnehmen in dem Sinne, wenn notwendig. Ne, weißt Bescheid. Jo, so ist das. So, dann drücken wir den mal wieder drauf hier. So, einmal festdrücken. Zack, zack. Siehst du wohl, haben wir das wieder fertig. Und dann werden wir das Ding jetzt hier mal aufhängen. Gut, ist jetzt natürlich bedingt durch die Wärme und so gebogen. Ich hoffe mal, dass sich das irgendwie noch richtet in dem Sinne. Pass mal auf, wie kommt das denn jetzt überhaupt dran hier? Weiß ich gerade nicht. Ich probiere es einfach mal. Versuch macht klug, ne? Ah ja, okay, das klappt doch wunderbar. Eins. Ja. Moment. Muss ich mir erstmal den hier nehmen oder erst den anderen? Oder ist das egal, welchen man zuerst nimmt? Ich sag's ja, du bist schon wieder am Schwitzen, ey. Alter Schwede. So. Den noch hier irgendwie. Mal gucken. Wenn nicht, kann ich ja gleich nochmal abmachen. Ist jetzt das erste Mal, dass ich das mache und von daher wollen wir mal gucken. Ne? So, einmal rum und dann rein hier, komm. So, siehst du wohl. So, das hat schon mal geklappt. Ein bisschen rüberschieben hier. Boah. Denkt jetzt aber fest, alter Schwede. Boah. Ja, das ist dann nicht so einfach mit rüberschieben. Da kannst du. Moment, ich mache nochmal ab. So. Also mit Schieben ist da nichts, weiß Bescheid. Ne? Gleich eine richtige Position und dann passt das. So. Ja, jetzt muss natürlich durch das Gewicht wird er sich wahrscheinlich nachher noch ziehen. Dann dementsprechend. Lol. Ja, ist so. Ne? So sieht das jetzt aus.
mit dem Topf. Okay, und dann packen wir jetzt unsere Heuer hier hinein und wir werden auch hier gleich, Moment, umbauen. So, für ganz Dumme wie ich gibt es das hier sogar nummeriert. Hier sind Zahlen drauf. 3, 2, 1. Weiß Bescheid, ne? Ja, so ist das. Vielleicht sollte man vorher einfach mal genauer gucken. So, ich habe das jetzt hier in den Topf gestellt, dann kann ich das gleich besser durchspülen. Hier packen wir auch wieder Perlit rein. Das hatte ich vorhin ein bisschen nass gemacht, damit das nicht so staubt. Auch hier ungefähr ein Drittel, ein Viertel. Das machen wir einfach, damit da unten schön Sauerstoff drin ist, ne? Dass das nicht so verklebt und verpappt von dem mineralischen Substrat. Dann haben wir immer schön locker das Ganze. Und von daher werde ich das auch nicht mischen, sondern ich werde es tatsächlich so handhaben, wie ich es jetzt gemacht habe. Ne? So, mach mal auf. Dann nehmen wir unser altbekanntes mineralisches Substrat. Das Vulcatec Actin Premium Substrat, gemischt mit Ceramis. 3 Teile Vulcatec, 1 Teil Ceramis, sollte man nicht zu voll machen. Ich werde das Ganze nämlich jetzt ganz einfach handhaben. Mach mal auf. Wo haben wir sie denn hier liegen? Oh, wo sind sie denn? Das sind sie doch, siehst du wohl. Unsere kleinen Schätzchen. So, ich werde es jetzt einfach mal hier oben auflegen. Mach mal auf. Gucken, ob ich es jetzt so hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Wie ich mir das vorstelle. Einmal so. Mal den hier drauf. Wir packen alle rein, dass wir gleich von Anfang an eine schöne, ja, kompakte Pflanze bekommen in dem Sinne. Ich hoffe, das gelingt mir so, wie ich mir das vorstelle. Pass mal auf. Können wir die knicken? Ja, können wir. Das ist gut. Pass mal auf. Wie lege ich den denn? Jetzt lege ich den hier drunter noch ein bisschen mit so. So. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, sind die Blätter selber, weil die alle so flach aufliegen. Ne? Das ist jetzt dann nicht so optimal in dem Sinne. Mal gucken, wie kriege ich das noch hin hier. So, okay. Jetzt befüllen wir das Ganze. Also wenn einfach was drumherum streuen, draufstreuen, so dass zumindest die Wurzeln bedeckt sind, wenn das irgendwie geht, ne? Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen, dass wir oben ausreichend Feuchtigkeit behalten, damit die Wurzeln einwachsen können. Denn das ist jetzt das Problem hier bei der Sache. Ne? Denn die Oberfläche trocknet relativ schnell ab. Insbesondere weil der Topf ja auch jetzt auch recht hoch ist, wird das dann mit Sicherheit passieren. Aber. Deswegen mache ich das nämlich. Wir haben ja noch etwas anderes. Und zwar haben wir noch das Vermiculit, wer sich daran erinnert. Das werden wir dann jetzt in dem Sinne zum Einsatz bringen. So, hier auch noch ein bisschen rein. Die Wurzeln schön bedeckt sind. Wenn jetzt mal ein Würzelchen kaputt geht, das ist nicht so wild. Ne? Die werden wohl ausreichend neue bilden, gehe ich jetzt davon aus. Denn die sind ja doch recht wurzelfreudig. Gucken, wie ich das da gleich drunter kriege. Wie kriege ich das da drunter? Moment, haben wir doch hier was zum Pieksen. Soll ich ein bisschen behelfen, ne? So, selbst wenn die Blätter später mal kaputt gehen sollen, das ist nicht so wild. Die sollen ja sowieso wachsen und machen ja neue Blätter, das ist nicht so schlimm. So, ja, das ist so. Versuch macht klug, ne? Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinbekommen. So, okay. Soweit haben wir das. Jetzt kommt das Vermiculit zum Einsatz, denn das zieht gut Feuchtigkeit. Ja, und von daher wird die Oberfläche dann nicht so schnell austrocknen. Wir haben es ja bei der Banane in der Selbstbewässerung. Also das läuft genial, muss ich sagen. Da siehst du auch ganz genau, wo trocken ist und wo feucht ist. Das heißt, du kannst dann gegebenenfalls, wenn das hell wird, auch mal einsprühen. Nicht gießen, sondern einsprühen an die Oberfläche, dass sie immer schön feucht bleibt. Jedenfalls könnte man, das kannst du jetzt natürlich auch noch abdecken, ganz klarer Fall. Ich werde es erstmal offen lassen, weil ich möchte einfach gucken, ob das so tatsächlich funktioniert, ne, bevor ich da nochmal wieder was anderes mache. Mal eben gucken, dass ich das Blättchen gleich ein bisschen hochkriege hier. Bevor ich noch wieder was anderes mache, pass mal auf. Ziehe ich das nochmal ein bisschen hoch, festhalten dabei. So, dass da drunter kriegen so ein bisschen. Siehst du wohl, klappt doch wunderbar, ne? Okay, sieht das nicht vielleicht so hübsch aus, aber das ist gut, ne? Passt schon. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Welchen? Ich habe das Substrat noch nicht durchgespült, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Dann wäre das jetzt eine Nummer einfacher. Hör mal auf, wie machen wir das jetzt? Ach ja, geht auch bei uns. Einfach mal die Brause, dann geht das auch. Ich spüle es jetzt mit reinem Wasser durch. Das machen wir grundsätzlich durch Spülen, das mineralische Substrat. Ne? Denn hier sind sehr viele feine Bestandteile drin. Die dürfen dann erstmal unten rausschwimmen. Ne? Die wollen wir nicht unbedingt hier drin haben. Dann machen wir ein bisschen cleaner. Ach, guck mal, wie wunderbar das geht. Ist doch schön, siehst du wohl. Ne? Macht man sich erst viele Gedanken und dann ist es doch ganz einfach. Ne? Jetzt läuft's. Siehst du wohl, ne? Das spülen wir richtig kräftig durch. Wir brauchen jetzt sowieso nicht viele Nährstoffe hier drin am Anfang. Und von daher ist das okay. Trotz alledem werde ich schon ein wenig düngengleich. Auf jeden Fall. Pass mal auf. Richtig kräftig durchlaufen lassen.
So, mal umdrehen, mit der Butter nicht raus, plüttert hier. Und jetzt gieße ich das Ganze nochmal mit Nährstoffen in einer geringen Dosis. Wir haben jetzt hier 500 Mikrosiemens drin. Und wir wissen ja schon, wenn wir durchgespült haben mit reinem Wasser, haben wir hinterher nicht 500 drin, sondern vielleicht 300 oder so. Ne? Weil das verdünnt sich ja in dem Sinne jetzt mit dem Wasser, was hier schon drin ist. Ne? Von daher, so, mehr brauchen wir auch nicht. Wenn das oben drauf ist, ist das vollkommen ausreichend. Keine Bange, der Dünger kann tatsächlich auch mit hier auf die Blätter kommen. So, siehst du wohl, haben wir es geschafft. Ein bisschen abgießen hier kannst du noch. Ist schon eine coole Sache, ne? So, Wolfgang, dann kommen deine Schätze jetzt bei uns in den neuen Dschungel. Dann lassen wir uns überraschen, wie das Ganze sich so entwickeln wird. Ist eine coole Sache. So, wie gesagt, jetzt kannst du hier unten Wasser reingießen, wenn nichts mehr drin ist. Ne? Und wenn du merkst, es bleibt stehen, dann ist erstmal ausreichend für ein paar Tage. Ja, also, das ist auch mal eine richtig coole Sache. Okay, dann haben wir das für heute schon mal fertig. Ich zeige euch gleich nochmal die Banane in der Selbstbewässerung. Do it yourself. Richtig coole Sache. So, wir kommen jetzt zu unserem Raphidophora Tetrasperma. Ich habe mir gerade schon angeguckt, ich habe auch nachgemessen, Mikrosiemenswert ist fast gleich null. Also wir haben noch nicht gedüngt, hier steht im reinen Wasser. Dann gucken wir uns jetzt mal die Wurzeln an. Ich würde sagen, die sehen okay aus, aber mir sind sie doch noch ein bisschen zu klein, muss ich sagen. Ja, hör mal auf, wir lassen ihn noch hier drin im Wasser. Es wurde übrigens nicht gewechselt oder so. Steht nach wie vor in seinem eigenen Wasser, in dem Sinne, was er damals bekommen hat. Allerdings werde ich jetzt, ich muss sowieso gießen, Wasser nachfüllen in dem Sinne, ungefähr die Hälfte. Das heißt, ich werde hier jetzt Nährstoffe mit reingeben, bei ca. 500 Mikrosiemens. Da hat die Wurzeln sich jetzt mal so langsam dran gewöhnt, Nährstoffe aufzunehmen. Ich meine, im Austrieb befindet sich alles, Wurzeln und auch Blatt. Von daher ist das eigentlich ganz okay soweit. Bekommt relativ wenig Licht, steht hier auf dem Fußboden, also auch nicht dunkel logischerweise, ne? Hier ist ja Licht im Raum, aber eben nicht direkt unter der Zusatzbeleuchtung. Und das tut ihm also insoweit ganz gut. Okay, Schätzchen, du gehst beiseite, bei dir warten wir noch ein bisschen. So, damit warten wir aber jetzt nicht mehr. Meine Hässlichkeit, ja, der Lampionbaum, das ist eine Pflanze, die haben wir damals aus den Samen herangezogen, wurde auch schon etliche Male zurückgeschnitten. Jetzt habe ich lange Zeit gar nichts gemacht und jetzt ist er mir sogar einmal trocken geworden. Ja, sieht nicht so gut aus, ne? Pass auf. Ich werde hier einfach mal ca. 500 durchgießen und dann werden wir gleich mal nachmessen, was die Sache gegeben ist. Ich habe auch den Untersetzer nie sauber gemacht, einfach um zu gucken, was passiert denn, wenn. Was passiert denn, wenn? Pass mal auf. Jetzt sehen wir nämlich gleich noch eine andere Pflanze. Und zwar ist das das Kind davon. Ja, Tatsache, man kann sie durch Stecklinge vermehren, die Lampionbäume. Der sieht jetzt so aus. Richtig gut, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich den fast zu voll gegossen, sehe ich gerade. Guck mal rüber hier auf die Seite. So, Dankeschön. Ja, und jetzt guck dir das mal an. Wunderbar am Wachsen, richtig kräftig, fast schon zu kräftig in dem Sinne. Deswegen neigt er sich auch so ein bisschen hier. Steht auch im Fußboden, auch hinten in der Ecke bei den Karnivoren am Tisch. Also nicht unterm Tisch, sondern daneben. Ne? Bekommt also auch relativ wenig Licht. Und dem geht es richtig gut. Dem geht es richtig gut, den muss ich allerdings auch gießen. Und der Setzer ist aber noch feucht, der ist noch nicht trocken hier. Ne? Von daher ist das soweit ganz okay. So, auch hier bei 500. Den habe ich auch kontinuierlich bei 500 gegossen. Ab und zu mal reines Wasser. So, okay. Dann ist jetzt natürlich wichtig, wie sieht das hier aus? Wie kriegen wir den wieder richtig zu Gange? Müssen wir hier umtopfen oder was müssen wir machen? 650, das ist okay. Das ist okay, 650. Ganz wichtig ist jetzt natürlich am Eis da, was wir momentan sowieso wieder machen. pH-Wert messen. So, ich stelle mal rein, da gucken wir gleich mal, was die Sache gegeben ist. Er rennt schon runter, er rennt schon runter. Pass mal auf, so, was haben wir jetzt hier drin? Hier haben wir 550, also auch okay. Also an den Nährstoffen liegt es nicht. Ne? Da liegt es nicht dran. So, pH-Wert ist, oh, doch, ja, geht recht langsam runter, muss ich sagen. Ist jetzt gerade bei knapp unter 7. Aber was hat das Schätzchen denn, dass der so rumzickt hier? Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Hör mal auf. Wir wissen ja aus Erfahrung, was machen wir jetzt? Wenn wir gar nicht wissen, was Sache ist. Was machen wir dann? Was machen wir, wenn wir gar nicht wissen, was Sache ist? Ja, auf dem Blatt vertrocknet schon. Ach man, Detlef, du machst doch mal Sachen manchmal, ne? Ja, aber es ist so. Es ist so. Das passiert jedem mal. Nicht nur mir, ne? Nicht, dass einer denkt, da siehst du, ne? Hast du doch Fehler gemacht. Ja, sicher mache ich auch Fehler. Was denkst du wohl? 6,8. 6,8. Okay, das nehmen wir jetzt erstmal so mit. Und dann mal gucken, wie das bei dem anderen Schätzchen aussieht. Oder liegt es einfach nur daran, weil der eine im Tontopf steht und der andere im Plastikpott? Kann das sein? Ist das denkbar möglich? Haben wir den eigentlich schon gestrichen hier? Ne, der ist noch nicht gestrichen, der ist noch original. Der ist noch original. So, mal gucken, was jetzt hier Sache ist. Jo, geht ein bisschen runter, jetzt aber auch nicht schnell, von daher. Aber auf, ich lasse das mal einen Moment so stehen.
Da wollen wir mal gucken, was wir damit jetzt machen, um das zu returnen in dem Sinne. Ich glaube, ja, ich glaube, das machen wir auch komplett raus. Ja, ist auch okay, 6,8. Ist okay, also. Ja, also es liegt weder an den Nährstoffen noch am pH-Wert. Kommt hier einfach zu wenig Sauerstoff vielleicht rein? Ist das denkbar? Hm? Wir wissen ja, Tontöpfe atmen ja, ne? Die holen ja auch Wasser von außen, von innen nach außen, drücken das raus, was zu viel ist in dem Sinne. Von daher hast du also sowieso dann hier mehr Luft drin gegeben. Ne? Das steht also nicht im Wasser ständig, wobei ja eigentlich im mineralischen Substrat nichts passieren dürfte, wenn es ständig im Wasser steht. Aber ja, nutzt alle nichts. Wir müssen tiefgründiger jetzt reingucken in die ganze Geschichte, wie das in dem Pott aussieht. Der Topf hier, der hat keine Löcher. Der hat keine Löcher. Ja, der wird auch keine Löcher kriegen. Oh, da kann man schön mit spielen. So, hör mal auf, der wird auch keine Löcher kriegen. Warum, weißt du? So, Salat kurz gezeigt. Der sollte eigentlich nach draußen gekommen sein, bevor der Winter wieder kam. Naja, jetzt ist er halt hier drin. Allerdings ist dem dann viel zu warm hier drin. Das ist tatsächlich so. Der mag es lieber etwas kühler. Wenn er zu warm ist, dann fängt er an, richtig kräftig hochzuwachsen. Und das ist natürlich nicht so gut, aber egal. Dann kriegen das die Wellensittiche. Da werden sie sich drüber freuen. So, nochmal gucken, wie die Geschichte jetzt hier drin aussieht. So, 1, 2, 3, ziehen wir mal. Hätte ich vielleicht einen größeren Untersetzer nehmen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen, ne? Siehst du wohl. Okay, hat recht viele Wurzeln ausgebildet, muss ich sagen. Recht viele Wurzeln. Die sehen auch recht gut aus. Ja, okay, pass auf. Ich werde das Ganze jetzt mal sauber spülen. Und dann bekommt das Schätzchen auch einen Tontopf. Vielleicht läuft es da doch echt eine Nummer besser. Ich meine, der ist damals gut gewachsen hier drin. Aber jetzt ist mittlerweile, ne, ist ihm das vielleicht doch einfach nicht so gut hier in dem Plastikpott in dem Sinne. Von daher, so, okay, Rest spüle ich gleich aus. Ja, die Wurzeln sehen soweit gut aus. Warum wollte der nicht wachsen richtig? Okay, also, dann mache ich ihn erstmal sauber und mich auch. So, bin ich jetzt auch so ein bisschen ratlos. Die Wurzeln sehen wirklich gut aus, also... Eigentlich hätte das besser laufen können in dem Sinne. Müssen wir mal gucken, ne, wie wir das jetzt hinbekommen. Beziehungsweise wie wir ihn jetzt erstmal einpflanzen. Wir werden natürlich das Spezialsubstrat nehmen, ganz klarer Fall. So, hier, also wirklich, die sehen sehr gut aus, die Wurzeln. Da gibt es nichts dran zu meckern. Ich ziehe die mal eben so ein bisschen auseinander hier. Gegebenenfalls können wir den dann wieder ein bisschen höher einpflanzen. Das soll ja auch eine Art Bonsai in dem Sinne werden. Ja, das sieht so schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir pflanzen ihn wieder etwas höher ein. Ja, okay, dann bereite ich das Ganze jetzt mal vor hier. Also es ist so, er sieht gut aus im Wurzelbereich. Ne? Aber warum wollte er oben nicht wachsen? Hat ihm irgendwas gefehlt? Also wenn er jetzt zu nass gestanden hätte, dann wären die Wurzeln auch Matsche oder sowas. Das ist, ne? Das ist schon ganz gut gelaufen soweit. Okay. Es geht weiter. Hör auf, ich habe mir jetzt überlegt. Also wir nehmen jetzt erstmal Topf hier, ganz klarer Fall. Ne? Allerdings nehme ich dann doch jetzt keinen normalen in dem Sinne, sondern der ist schon glasiert. Das ist so ein schöner, ne, alter Topf. Ich mache es jetzt einfach, sobald es mir besser gefällt. Ne? Pass mal auf. Wurzelschnitt, ja, nein, vielleicht. In der Regel könnte man jetzt einen Wurzelschnitt machen hier. Mit ungefähr ein Drittel wegnehmen. Ungefähr. Ne? Ich lasse es aber, ich möchte das so behalten, die langen Wurzeln. Denn wenn ich ihn später mal höher bringe, dann habe ich gleich von Anfang an die dickeren Wurzeln schon. Ne? Von daher belasse ich das so, wie das ist. Ich setze ihn allerdings jetzt schon mal ein kleines Stückchen höher wieder. So, mal auf. Jetzt brauchen wir aber auch hier tatsächlich wieder Perlit. Das machen wir jetzt erstmal grundsätzlich. Mal gucken, wie ich das jetzt hinbekomme. Auch ungefähr ein Drittel unten rein. Wie gesagt, dass wir da unten mehr Luft reinkriegen, ne? Das ist dann doch ein bisschen besser. So, ich denke, dass es dann auch besser laufen wird mit dem Baum. Okay, siehst du wohl, das hat schon mal gut geklappt. Und jetzt kommen wir zum Substrat, das kennen wir schon. Wir füllen das Ganze damit. So, da steht auch schon von alleine. Gucken, ob ich gleich noch ein bisschen höher ziehen kann oder ob ich das so belasse. Ja, woran kann das gelegen haben, dass der jetzt also wirklich nicht wachsen wollte? Vielleicht hat sich im Substrat irgendwas angereichert, was dem überhaupt nicht gefallen hat. Hätte man vielleicht mal durchspülen sollen. Ne? Wäre vielleicht eine Hausnummer besser gewesen. So passt das jetzt von der Höhe her. Ne, ein kleines bisschen muss er höher.
So, ziehen und rütteln. Also anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Ja gut, ein Faktor ist noch, er stand damals unter der Maizi-LED. Ne? Aber gut, jetzt stand er seit gut zwei Monaten eigentlich nicht mehr drunter. Er stand jetzt auf dem Fußboden. Aber er hat keine Reaktion gezeigt in dem Sinne. Hier ist sogar ein Haar drin. Lol. Okay. Ja, so ist er, ne? Wenn du lange Haare hast. So, hör auf. Jetzt belassen wir das so, wie das ist hier. Gegebenenfalls können wir später noch ein bisschen nachfüllen. Wir gießen und düngen in einem Rutsch bei 500 Mikrosiemens jetzt erstmal wieder. Und werden das auch durchspülen, das Ganze. Ja, also, lass uns überraschen, wann der Kandidat jetzt wieder loslegt, richtig zu wachsen. Das ist halt so, ne? Es gibt immer so ein paar kleine Problemfälle, wo selbst ich manchmal ein bisschen ratlos bin. Ist so. Selbst wenn du messen kannst, heißt noch lange nicht, dass alles ungefähr passen muss in dem Sinne. Ne? Manchmal ist halt irgendwas, von daher ist es dann besser, einfach mal raus und neu einpflanzen dann in dem Sinne. Gut, man hätte es jetzt, wie gesagt, auch kräftig durchspülen können. Würde wahrscheinlich auch gehen, aber ich wollte es jetzt einfach mal gucken, was auch Sache ist. Von daher haben wir ihn rausgeholt. Okay, also soweit ist alles gut. Da ist nichts passiert in dem Sinne. Ja, ist schon, aber nichts, was wir jetzt augenscheinlich sehen konnten in dem Sinne. Okay, bin ich auch ein bisschen ratlos, muss ich ehrlich sagen. Manchmal ist das so. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben das jetzt neu gestartet und dann lassen uns überraschen, wie das Schätzchen jetzt dann darauf reagiert. Ja, siehst du wohl, Lampionbäumchen, wachse. Machen wir heute wieder kunterbunten Mix. So, unsere Monstera variegata. Hier sind zwei Pflanzen drin. Kurz mal zu einer Frage, die ich dann jetzt hier beantworte. Wie sieht das aus mit Kakaobaum? Kann man den auch zurückschneiden? Ja, kannst du. Der ist zurückgeschnitten hier, ist wieder wunderbar ausgetrieben. Also auch das überhaupt kein Problem. So, wir haben zwei drin hier. Das sind, ja, die haben wir damals geschenkt bekommen, haben wir zusammen reingepflanzt, um sie erstmal anwachsen zu lassen. Die sind wunderbar gewachsen, haben auch schöne Blätter ausgebildet. Hier sind, wie gesagt, sind zwei verschiedene drin. Das ist noch ein ganz neues Blatt hier. Das ist eine, die ist eher grün. Ja, die hat grüne Blätter. Und hier ist aber ein Blatt, das letzte, was herausgewachsen ist. Hat eine ganz leichte Panaschierung schon mal. Und die andere, die hat eine recht schöne Panaschierung, muss ich sagen. Also das sieht richtig gut aus. Wir müssen sie auch bald umtopfen. Aber ich möchte jetzt warten, bis das eine Blatt hier ausgereift ist. Ne? Und dann werden wir sie umtopfen. Die wird auch gedüngt bei 500 Mikrosiemens, ab und zu bei 1000 Mikrosiemens tatsächlich auch. Denn wir wissen, Monstera sind Starkzehrer. Wenn die nicht ausreichend Nährstoffe bekommen, dann bekommen die Ratzflatzflecken auf den Blättern. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es sind tatsächlich Starkzehrer. Also bei uns Pi mal Daumen 1000 plus. Ne? Die können auch bei 2000 stehen. Das ist, macht dann auch nichts. Aber man muss schon aufpassen, dass es nicht überhand nimmt in dem Sinne. Das sollte man dann zwischendurch entweder kontrollieren oder zwischendurch einfach mal eine geringere Dosis in dem Sinne gießen und nicht kontinuierlich so hoch. Ne? So, was haben wir jetzt hier drin? Ja, siehst du wohl, 1000, ja, knapp 1800, nicht ganz 1800. Ne? Also wir sehen, das verkraften die Pflanzen nicht nur, im Gegenteil, es geht ihnen richtig gut dabei. Also das ist eine richtig coole Sache. So, das als Update. Und da gucke ich mal, achso, das wollte ich kurz gezeigt haben, warum das hier rumsteht. Das ist ein Glas, nee, lol, ne, weiß Bescheid, weiß es selber. Nein, ich habe hier Salz reingepackt und zwar vom Toten Meer, dieses Salz. Ne? Und habe das verdünnt. Aufgelöst und habe es dann trocknen lassen, also das Wasser verdampfen lassen. Und dann bilden sich dort schöne Kristalle drin. Und das Schöne ist, ich habe es dann nochmal wiederholt, also einfach wieder Wasser reingegossen, wieder aufgelöst. Und jetzt halt dementsprechend wieder das Wasser verdunsten lassen. Und dann sind die Kristalle jetzt tatsächlich dieses Mal schon mal ein Stückchen größer geworden. Ist noch nicht ganz trocken, ein bisschen Feuchtigkeit ist noch drin. Also das ist eine schöne Sache, das macht richtig Spaß, kann ich euch empfehlen, auch für Kinder. Eine coole Sache, das zu beobachten, wie das Salz, wenn es verflüssigt ist, sich dann tatsächlich wieder in Erscheinung zeigt, wenn das Wasser verdampft ist. Ne? Okay. Dann machen wir noch ein kurzes Update hier aus dem Zimmer. Tada, das Blatt ist da. Naja, es entwickelt sich jetzt. Ne? Ratzfatz ging das mal wieder. So, ja, pass mal auf. Und zwar, das Blatt vergeht jetzt hier. Das können wir auch gleich abnehmen. So, mal her. Können wir das schon? Nee, es geht noch nicht. Noch nicht. Nee, ist noch stramm. Nee, dann lasse ich es auch noch dran. Das lasse ich vergehen und wenn das vergangen ist, dann nehmen wir das ab. So handhaben wir das hier bei dem Schätzchen. So, hör mal auf. Ja, komm, heute als allererstes, ganz klarer Fall. Die Banane. Tada! Jo, also das geht echt wahnsinnig schnell, muss ich sagen. Jetzt können wir auch schon gleich etwas genauer sehen hier. Also das Deckblatt hat sich jetzt auch entfaltet in dem Sinne, abgerollt.
dass die Bananen, die da dran wachsen, dann halt freiliegen. Ist eine coole Sache, das so beobachten zu können. Hör auf. So, mal gucken, kriegen wir das jetzt hin? Denn, ich will mal gucken, ob ich das hinbekomme. Warte mal, ich versuch's mal. Ja, hier sind nämlich, ups, so, sorry, hier siehst du die Punkte auf dem Finger. Hier ist es tatsächlich also gegeben, dass hier also Pollen dran ist. Wir sehen aber auch schon, dass die Narben mittlerweile schon wieder ja, kaputt gehen in dem Sinne. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass die Bestäubung schon stattgefunden hat. Ich habe das nämlich gestern auch schon gemacht, hier dran rumgefummelt. Guck mal, hier geht das auch schon ein bisschen weiter. Oh, ich sehe gerade nichts, das spiegelt gerade von oben, weil mein Display ein bisschen drin so. Spiegelt ein bisschen von oben. Okay, jetzt können wir auch schon hier ein bisschen tiefer reingucken. Also hier sehen wir jetzt die Narbe. Das ist also eine coole Sache, dass das soweit schon mal ganz gut funktioniert. Also kann man sie scheinbar doch selbst bestäuben, so wie es aussieht. Müssen nach wie vor natürlich weiter beobachten. Ne? Ah, das ist schon eine richtig coole Sache. Haben wir ein Stück zurück, zoomen hier. So, siehst du wohl. Oh, ist das schön. Ja, da werden wohl noch mehr Bananen rauskommen. Jetzt haben wir 3 und einmal 4, 7. Und das wird sich hier noch weiter öffnen. Dann werden also noch mehr rauskommen auf jeden Fall. Ja, okay. Mal gucken, ob es dann wirklich klappt mit der Bestäubung. Wäre eine schöne Sache, ganz klarer Fall, dass wir das dann so mitnehmen können. Ne? Oh, das ist so cool. Das ist so cool anzusehen. Hammer. Oh, das macht gleich alles viel, viel, viel mehr Freude. Das sage ich dir. Wenn man aber was Schönes nicht nur hat, sondern auch etwas, was dann vielleicht auch mal klappt, ne? So, das neue Blatt von der Thai Constellation. Ja, das schiebt sich jetzt langsam raus. Und das klappt echt genial. So, wie sieht das denn beim Salak da hinten aus? Im Moment kann ich noch kein neues Blatt erkennen. Nee, im Moment noch nicht. Das alte ist schon ausgereift. Das alte, lol. Was zuletzt herausgewachsen ist, ne? Das ist schon ausgereift. So, dann gucken wir mal kurz hier beim Seemandelbaum. Bei dem tut sich nämlich auch wieder etwas. Ich zoome mal noch ein Stück näher dran. So, da kann man es vielleicht erkennen. Es kommt schon wieder ein Seitenzweig heraus. Ah, das ist interessant, ne? Ich lasse ihn jetzt auch wieder rauswachsen. Dann gucken wir mal, wie der sich dann entwickelt. Die anderen waren ja extremst lang rausgewachsen. So, Vanille ist bald wieder oben angekommen. Da sieht man die Spitze. Ja, siehst du wohl. Der Arali geht es richtig gut. Die hat sich also komplett erholt tatsächlich. Da muss ich mal gucken, dass ich jetzt auch anfange zu düngen langsam. Die schluckt übrigens sehr viel Wasser. Also wirklich, die säuft richtig. Richtig, also die trinkt was weg. Da muss ich jeden Tag gießen. Jeden Tag. So, bei der anderen Sonii, das neue Blatt. Sieht auch wieder richtig gut aus. Also ist schon ein ganz Stück gewachsen. Ne? Das war das erste, das war so noch ein bisschen hässlich gewesen. Ne? Dann kam das und dann kam das und jetzt kommt das. Das müsste ich jetzt auch mal wieder an den Rangstab dran bringen. Ich bin überlegen, ob ich nach unten, ich bring den da unten wieder, nach unten, genau. Dann kriegen wir die Blätter da unten und dann wird er von unten wieder nach oben austreiben. Dann kriegen wir das so ein bisschen dichter mit der Zeit. Wobei hier schon gar nicht mehr viel Licht hinkommt, weil die Banane hier drüber gewachsen ist mittlerweile schon. Ja. Ne, jetzt lasse ich die Blätter aber dran, ich schneide sie jetzt nicht mehr ab. Ja, okay, dann muss ich wieder ein bisschen umräumen hier. Wird sowieso mal wieder Zeit, einmal alles wegräumen. Und dann dementsprechend mal gucken. So, gibt es jetzt noch irgendwas, was sich entwickelt oder auch nicht? Hier war ich am Überlegen, sie umzupflanzen, die Bambino. Mache ich aber noch nicht, weil die hat noch Platz. Ja, steht jetzt nicht besonders, steht schon fest drin, aber man merkt schon noch, dass sie sich bewegt. Ne? Wurzel ist jetzt eine hier unten durchgewachsen, die werde ich mal abnehmen. Nee, die können wir noch ein bisschen drin lassen, würde ich sagen. Die wird uns das auch zeigen, wenn das dann soweit ist. Dann sieht das nämlich irgendwann, werden die Blätter immer hässlicher und dann weiß man schon, jetzt wird es Zeit umzutopfen. Okay, sollte man natürlich schon vorher machen. Ja, okay, hier haben wir nochmal kurz ein Update von unserer Mango, die wir zurückgeschnitten hatten. Also auch das funktioniert richtig gut, muss ich sagen. Hat in keinster Weise rumgezickt. Das ist so, ja, ich wollte schon mal sagen, was Bescheid, ne? So, okay, Sonne scheint draußen. Da steht die Avocado. So. Das wächst auch wie Unkraut, ja, ne? Kann man so sagen. Das ist echt der Hammer. Alter Schwede. So, ich würde sagen, dann machen wir Schluss für heute. Es ist einfach nur genial, wie alles wächst. Hoffentlich wird es jetzt wärmer draußen auch. Gut, Sonne scheint schon mal, das ist schon mal schön. Und von daher wollen wir mal gucken, wie das dann weitergeht draußen. Dann schauen wir uns jetzt noch mal kurz die rosa Zwergbanane an in der Do-It-Yourself-Bewässerung. Das ist nämlich eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Da sieht man jetzt auch das Vermiculit, was da drauf ist auf der Oberfläche. Dort, wo der Docht ist, da ist es also richtig schön nass. Das kann man ganz gut erkennen, dann, ob da ausreichend Feuchtigkeit gegeben ist oder nicht. Wasser ist auch ganz gut verbraucht wieder schon. Die Hälfte ist schon wieder weg aus dem Behälter hier. Also das ist eine richtig coole Sache.
Mega cool. Und deswegen habe ich, wie gesagt, dann halt auch bei der Heuer das Vermiculit oben aufgelegt. Dann kann man also wirklich auch sehen, wenn das dort trocken wird, weil die Wurzeln ja sehr nah an der Oberfläche sind, ne, dass uns da die Wurzeln nicht vertrocknen. Von daher denke ich mal, könnte das also auch ganz gut laufen. Okay. Die Monstera Variegata. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Also das ist richtig cool geworden. So, pH-Wert haben wir jetzt 5,2 hier, also geht langsam runter, das kennen wir ja schon. Und von daher werden wir jetzt hier einen Schluck Leitungswasser mit beigeben einfach. Komm, gieß mal oben einen Schluck rein, hier, so, siehst du wohl. Dann ist das auch wieder okay. Dann ist die Pflanze doch mal ein bisschen besser versorgt. Das machen wir aber nur ab und zu mit dem Leitungswasser, ne? Nicht zu oft. Ach, jetzt blinkt der Akku schon wieder. So, meine Lieben, das mit der Aufhängung ist eine richtig coole Sache. Kommt dann dementsprechend auch in einen anderen Raum. Nochmal mal gucken, wie die Heuers sich entwickeln. Und ob das so funktioniert? Es wird funktionieren, gehe ich von aus. Gut, man könnte es jetzt noch abdecken mit Folie und hast du nicht gesehen. Aber ich sag, wir versuchen es einfach mal so, ne? Weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, heute wieder ein bisschen Klimbim und wie gesagt, Kakao, kein Problem, kann man zurückschneiden, der treibt wieder aus. Wie eigentlich alles. Also, ne? So ist das. Ah, das ist schon eine geniale Sache. Also, da lasse ich mich jetzt überraschen. Ja, oder lassen wir uns überraschen, ne? Wie das. Ach, die Mango habe ich vergessen, die liegt hier noch. Machen wir nächstes Mal. Machen wir nächstes Mal, läuft ja nicht weg, ne? Ihr geht es auf jeden Fall gut, beziehungsweise dem Samen geht es gut, dem Mangosamen, ne? Ja, so ist das. Aber das ist schon eine coole Geschichte hier. Das ist richtig cool, ne? Einfacher geht es bald gar nicht mehr. Und wie gesagt, kannst du Wasser reingießen, Untersetzer, bis eben voll ist in dem Sinne. Das Substrat saugt ja wahrscheinlich dann auch dementsprechend, nicht wahrscheinlich, es saugt natürlich Wasser raus, wenn du Wasser reingießt. Und da gießt halt so lange Wasser rein, bis es unten drin stehen bleibt. Und dann hast du erstmal Ruhe. Also nicht von oben reingießen, weil eine Katze Becham läuft unten über, ne? Dann, oder musst du was drunter stellen. Ja, geht auch. Man könnte einen großen Untersetzer einfach drunter hängen, stellen, heben, wie auch immer, ne? Bis es überläuft. Aber das ist auch ein bisschen blöd, ne? Nee, am besten von unten reingießen ist dann doch einfacher. Und von oben jetzt sprühen, wenn die Oberfläche trocken werden sollte. Ja, das ist auch interessant zu beobachten, ob das dann tatsächlich so funktioniert. In dem Sinne, so, die wunderschöne. Ah, Monstera variegata, siehst du wohl. Ja, mal gucken, wann die so groß wird wie die anderen. Ne? Auf jeden Fall läuft es mit den Monsteras richtig gut hier. Seitdem wir wissen, dass sie ordentlich Nährstoffe brauchen. Okay, so, reicht für heute.